Bei strahlendem Sonnenschein und vor 75.000 Zuschauern fand auf dem St. Wendeler Stadtkurs der 8. internationale Preis des Saarlandes statt. Pünktlich um 11 Uhr wurden 20 Fahrer der Klasse bis 125 Kubik über 20 Runden, das heißt eine Gesamtdistanz von 75,76 Kilometern, auf die Reise geschickt. Sie einmal auf den Fahrer ganz links. Das ist Peter Fairbridge, der aus der zweiten Reihe einen klassischen Frühstart hinlegt. Fairbridges Führung indessen war nur von kurzer Dauer, denn bald übernahmen die Chopauer MZ-Fahrer Werner Musiol und Ernst Degner die Spitze vor ihrem werksbetreuten Markengefährten Dietmar Zimpel. In der dritten Runde stellte Ernst Degner einen neuen Rundenrekord mit 113,83 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit auf. Dahinter lieferten sich Vorjahresmeister Willi Scheitauer auf Ducati und sein italienischer Markenkollege Alberto Pagani einen verbissenen Kampf um den vierten Platz. Scheitauer zeigte allerdings, dass er doch noch etwas schneller konnte, als er nämlich in der vierten Runde Pagani ca. 50 bis 60 Meter abnahm, ihn klar distanzierte und den vierten Platz für sich sichern konnte. Aber selbst Scheitauer und Pagani mussten sich in der drittletzten Runde noch eine Überrundung durch alle drei MZ-Fahrer gefallen lassen. Knapp siegreicher Ernst Degner stellte nicht nur einen neuen Rundenrekord, sondern auch mit 110 km/h einen neuen Klassenrekord auf. In der Solo-Klasse bis 350 Kubikzentimeter über 30 Runden, was einer Gesamtdistanz von 113,64 Kilometern ansprach, starteten 23 Fahrer. Die 23 Fahrer kamen gut vom Start weg und von der dritten Runde an übernahm der 27-jährige Norton-Fahrer Tom Phillis aus Australien vor seinem Markenkollegen Jim Redman aus Rhodesien, Paddy Driver aus Südafrika und John Hambleman aus Neuseeland auf MZ die Führung, um sie nicht mehr abzugeben. Bei Halbzeit des Rennens hatte Phillis bereits 10 Sekunden Vorsprung. Erbittert kämpften zur gleichen Zeit Dave Chadwick, Jim Redman, Paddy Driver und John Hambleman um den zweiten Platz. In der 24. Runde fiel Hambleman aus und Phillis hatte bereits vor Chadwick einen Vorsprung von 18 Sekunden herausgefahren. Jim Redman behauptete den dritten Platz und um den vierten Platz gab es einen großartigen Kampf zwischen Dickie Dale und Paddy Driver, die in dieser Reihenfolge auch als nicht überrundete Fahrer das Ziel erreichten.
Horst Kassner, dessen Maschine nicht die volle Leistung abgab, kämpfte verbissen mit Jacques Ursamini aus Frankreich, den er dann aber hinter sich lassen konnte. Pamphilis stellte mit seinem Sieg einen neuen Klassenrekord mit 118,5 km/h gegenüber dem früheren Hockingschen Gesamtdurchschnitt von 116 km/h auf. In der Solo-Klasse bis 250 Kubikzentimeter stellten sich 24 Fahrer bei Start und Ziel auf. Der entbrannte Führungskampf zwischen Ernst Degner und Luigi Taveri endete durch Ausfall Degners schon in der sechsten Runde. Der schlecht vom Start weggekommene Werner Musiol musste frühzeitig aufgeben, während John Hampelmann in der 18. Runde an zweiter Position und 18 Sekunden hinter Luigi Taveri liegend wegen Motordefekt ausschied. Luigi Taveri fuhr ein blendendes Rennen und die drei Rippenbrüche, die er sich bei einem Sturz in Cesenatico zugezogen hatte, die schienen ihn nicht zu behindern. Er siegte unangefochten mit neuem Rundenrekord in 1,56,5, was einem Schnitt von 117 km/h bedeutete. Bester Deutscher wurde Martin Sicheneder. Nach dem in St. Wendel obligatorischen Werbekorso gingen dann die Gespanne an den Start. 25 Runden warteten auf die 13 Gespanne. Hektische Betriebsamkeit kurz vor dem Start. Nur einen schien das kalt zu lassen, nämlich Hilmar Cecco, der nimmt noch eine Mütze Schlaf. Matthias Fisten übernahmen die Führung, gefolgt von Fahrtwohlgemut, die sich von der zweiten Runde an einen erbitterten Rad-an-Rad-Kampf lieferten, wobei der 1958 von Weltmeister Schneider mit 109,36 km/h aufgestellte Rundenrekord erst auf 112,4, dann auf 112,98 und schließlich von Fahrtwohlgemut im Alleingang auf 2,4 Minuten. Das entspricht einem Schnitt von 113,26 km/h, hochgeschraubt wurde. Dieser Kampf war so hart, dass Florian Gamatias in der 12. Runde in der Linkskurve nach der Start- und Zielgeraden hinausgetragen wurde. Er konnte aber seine Maschine wieder flott machen und die zweite Position hinter Helmut Fahrt vor dem damals hervorragenden Nachwuchsmann Max Deubel, der Walter Schneiders Maschine fuhr, behaupten. Allerdings hatten Fahrt Wohlgemut Kamatias fast 52 Sekunden abgenommen. Auch dieses Rennen brachte ungewöhnlich viele Ausfälle. Von 13 gestarteten Gespannen erreichten nur 8 das Ziel. Der Streckenrekord
wurde durch Helmut Fahrt von 107,1 auf 110,8 km/h verbessert. Das letzte Rennen des Tages war traditionsgemäß das Rennen der Soloklasse bis 500 Kubikzentimeter. Das Rennen der 500er Klasse wurde zu einem reinen Schaulauf der ausländischen Nordenfahrer. Lediglich dem Japaner Fumio Ito gelang es, sich aus dem Hinterfeld bis auf die siebte Position nach vorne zu fahren. Er kam dann aber beim Herunterwingeln seiner BMW der Grasnarbe zu nahe und stürzte beim Anbremsen der folgenden Kurve. Von der achten Runde an kämpften Tom Phillis und Dickie Dale vor ihren Markenkollegen Paddy Driver und Jim Redman erbittert um die Führung. Durch dieses beinharte Duell steigerte sich der Durchschnitt nach der 20. Runde auf 121,4 und stieg genau auf 122 km/h an, womit der im Vorjahr aufgestellte absolute Streckenrekord von Gary Hocking von 121,1 km/h erneut verbessert werden konnte. Alois Huber aus Traunstein gelang es, sich an Ernst Hiller heranzuarbeiten und diesen um Radlänge zu schlagen. Der von Paddy Driver im Vorjahr aufgestellte absolute Rundenrekord mit 124,7 km/h wurde von Dickie Dale nur um eine Zehntelsekunde verfehlt. Sehr schön war auch der Kampf der beiden Lizenzneulinge Karl Reckenwald auf Norton und Fritz Meyer auf BMW, der durch das blockierende Getriebe der Norton zwangsläufig beendet wurde. Meyer, der dicht darauf folgte,
fuhr ohne abzusteigen mitten über die Norden von Karl Reckenwald, kam anschließend zu Fall, setzte aber sofort das Rennen weiter fort und wurde damit fünfter Deutscher. Der Stand der deutschen Meisterschaft zum damaligen Zeitpunkt: Alois Huber 6 Punkte, Ernst Hiller 4 Punkte, Rudolf Gläser 3 Punkte, Lothar John aus Schriesheim 2 Punkte und Fritz Meyer 1 Punkt. Und was schrieb die Presse? Erwähnenswert beim St. Wendler Rennen ist die blendende Organisation durch Veranstalter und Polizei, die man an und für sich, in Deutschland sonst ungewöhnlich, kaum spürte. Die genügend Spielraum für Fotografen und Berichterstatter ließ und die trotz alledem gegenwärtig war. Wer behauptet, dass Straßenrennen für Motorräder ohne Beigabe von Wagenrennen beim Publikum nicht mehr ankommen, der hätte nach St. Wendel fahren sollen. Und mit dem Sieg von Dickie Dale ging der 8. internationale Preis des Saarlandes zu Ende. Es sollten noch 4 Rennen folgen, ehe dann 1964 die Motoren auf dem Stadtkurs in St. Wendel verstummten. Thank you.